Hallo Freunde, in der letzten Folge sind wir aus Innsmouth geflüchtet und in irgendeiner stinkigen, gammeligen Fischfabrik gelandet. Naja, auf jeden Fall deutlich besser als vorher, ne? It's locked. Bevor wir jetzt hier weiter stürmen und uns in einer fiesen Flucht vergehen, die uns zu nichts führt, außer zum Tod, schauen wir uns jetzt mal hier in Ruhe um. Hier lag Munition, die habe ich eingesammelt. Vor dem letzten Speichern, habt ihr nicht gesehen. Und wir gucken uns jetzt hier unseren Fluchtweg noch einmal an, um zu schauen, ob wir irgendwas vergessen haben. Ah, ja. Ja, sieht hier eklig aus. Guck mal, der eine da. Headshot? Der oder der? Der da. So, kommt der raus? Ja, er kommt. Tschüss, mein Freund. So, jetzt schauen wir uns hier in Ruhe um. Irgendwas werden wir finden, was uns weiterhelfen könnte. Hier eher nicht so. Da, Munition. Sehr gut. Da freue ich mich ein wenig. Kann ich da nicht hin? Nein, da kann ich nicht hin. Noch irgendwas von Interesse? Von Interesse? Oh. Wie viel Munition habe ich denn für das Teil? Wollen wir mal schauen. Gewehrmagazin. Schrotflinte. Revolver. Und Pistolenmagazin. Ah. Alles klar. Haben wir eigentlich irgendwelche neuen Tagebucheinträge? Ne, sieht nicht so aus. Haben wir uns alles schon angeschaut. Gut. Wir machen erstmal weiter hiermit. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So. Und jetzt ganz entspannt bleiben. It won't open. Diese Flucht war mir ein wenig zu hektisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was gibt's da drin? Noch nichts. Ich muss mal versuchen, entspannt zu bleiben. Ich nehme auch heute tatsächlich mal nachmittags auf. Ich habe sturmfrei heute. Eine Premiere. Das erste Mal, seit ich Let's Player bin, und das ist jetzt immerhin schon ein halbes Jahr, Munition, dass ich tagsüber spiele. Gerade für dieses Spiel ist das eigentlich doof, ich weiß, aber ich habe gerade Lust. Okay, hier geht's nicht lang. Da ist noch was. Noch mehr Munition. Munition kann ich wohl gut brauchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich sehr, sehr viel davon verbraucht habe, was vielleicht so in der Form... Canned fish. At least you can't smell them. Ja, Gott sei Dank. Dass ich diese Munition irgendwann noch brauchen werde. Wie die hier zum Beispiel. Die Lampe da kann ich nicht mitnehmen. Ich will sie aber auch nicht kaputt schießen. Was ist das? Ja, da war wohl der Lieferschein draufgeklebt. Canned fish. Crates of decomposing dead fish. Yeah. The stench of rotting fish has become all too familiar. Canned fish. At least you can't smell them. So, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo noch so ein Penner rumkreucht. Und vielleicht sogar auch fleucht. Gut, hier oben war nichts, das haben wir schon gesehen. Vielleicht finden wir etwas, das uns dienlich sein wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir es brauchen werden. Niemand da? Wirklich niemand? Das ist sehr merkwürdig. Hier ist auch niemand. Merkwürdig, aber gut. It won't budge. Okay. Hier ist auch niemand. It won't open. It won't budge. Da ist jemand. What was that? Der ist jetzt nicht mehr da. Guter Schuss. Ich freue mich ein wenig. Hier ist der drüber geklettert, der Typ. Bin ich da auch drüber? Nee, nicht so.
Okay, weiter umschauen. Irgendwas muss es hier geben. Und jetzt nehmen wir uns die Zeit, uns das anzuschauen. It won't open. Gut. Was haben wir hier? It won't budge. Won't bu- Penner, hast du mich erschreckt? Scheiße. Gut. It won't open. Nicht auch. Ich lade mal die Waffe nach zur Sicherheit. Die ist gut, die gefällt mir. So, was haben wir hier? Oh, da wusste ich es doch, dass sich das lohnt. Was, voll? Was ist denn das? Das ist hier für den Revolver, ne? Cool. It won't budge. Gut, von hier kommen wir, ne? Hier sind wir reingefahren. Hier will ich nicht zurück. Gut, dann können wir uns jetzt mit dem Weitergehen beschäftigen. Ich kann leider nicht rennen, glaube ich. Ich kann nicht rennen. Gut. Gehen wir nochmal weiter. Ich weiß oben bei dem Speichersymbol. Dort geht es weiter. Dort haben wir die Scheibe eingeschlagen. Dort haben wir gespeichert. Jetzt haben wir ein bisschen... Vielleicht geht die Tür noch auf. Nochmal testen. It won't open. Gut, won't open. Dann gehen wir jetzt weiter und schauen uns an, was es hier zu holen gibt für uns. Huch. So. Jetzt hier hinten lang. Canned fish. Dosenfisch. At least you can't smell them. Ich mag Dosenfisch eigentlich ganz gerne. Diese in Tomaten eingelegten Sachen. Hm. Naja. Gut, wir haben Waffen. Wir haben ziemlich viele Waffen. Und jetzt geht es weiter. Und zwar hier geht es hoch. Da können wir hochklettern. Oder auch nicht. Hopp, 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 hopp. Ich dachte, hier geht es weiter. Gut, hier geht es nicht weiter. Dann müssen wir gucken, wo es weitergeht. Vielleicht geht es hier weiter. Nein, auch nicht. Irgendwo geht es hier weiter. It's locked. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich da hoch muss. Das habe ich nämlich noch in Erinnerung. Aua. Sehr merkwürdig. Das verstehe ich nicht. Kann ich hier denn nicht hoch? Nö, sieht nicht so aus. Wir speichern nochmal den ganzen Munitionskram ab. Hier haben wir jetzt ein bisschen Material eingesammelt. It's locked. Hm. Es kann eigentlich nur hier hochgehen. Vielleicht bin ich verletzt und kriege deswegen nicht genug Schwung. Nein, er sieht eigentlich ganz gut aus überall. Wir brauchen dringend Heilzeug. Mann! Ey, lass mich hier hoch jetzt. Hm.
Das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin mir sicher, dass es da weitergeht. Ich muss irgendwie in das Haus rein, so viel steht mal fest. Was machen wir denn jetzt? Habt ihr eine Idee? Hopp. Weiter wie bis hier geht er nicht. Hopp. Ich nehme doch da immer auch Schaden, oder? Na, so richtig scheinbar auch nicht. Hopp. 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 Ich kann eigentlich auch nur hier hoch, ne? Ich kann es auch nicht schieben. Hopp. Sehr merkwürdig das. Tja, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, was wir noch machen müssen. It's locked. It's locked. Schlupp, schlupp. Oh, Verzeihung. Vielleicht jetzt. Hopp. Nö. Hopp. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß genau, dass ich hier hoch muss. Abgefahren. Wieso kriege ich denn das nicht hin? Hopp. Wir laden mal den Spielstand. Mal den alten. Haben wir den neuen abgespeichert? Ich verstehe das nicht. Ganz ehrlich, Freunde, das verstehe ich nicht. Vielleicht mit mehr Gewicht. Oder mit der Brechstange? Plank. Oh, nochmal. Dann lauf. Hopp. Hopp. Nochmal laden. Kann nicht sein. Freunde, alles klar, es tut mir leid. Ich schaue mich um, wie es weitergeht und wir sehen uns dann gleich wieder, ja? Alles klar, bis dann. Tschüss.